Ich heiße herzlich willkommen bei Folge 37 zu meinem Let's Play mit Azur Lane Crosswave. Wir haben in der letzten Folge ja die Massenproduktionsflotte von Belfast besiegt. Ja, ich persönlich denke schon, dass wir hier eine gute Chance haben, auf sie jetzt zu treffen. Ich habe aber auch die Vermutung geäußert, dass es sein kann, dass wir auf jemand anderen treffen von Royal Navy und dann auch erstmal wieder gegen die Massenproduktionsflotte kämpfen, dass sie uns einfach quasi, dass sie das in die Länge ziehen wollen und damit mürbe machen. Ob das jetzt wie gesagt der Fall ist, weiß ich noch nicht. Wir werden es heute sehen. Und ja, wir schauen mal, wer uns denn hier begrüßt gleich. Aha, es ist doch wieder Belfast, okay. Und sie sagt auch, ja, so treffen wir uns wieder. Sie hat uns einfach den Weg abgeschnitten, erschreckt sich Shimakaze. Also Shimakaze, muss man ehrlich sagen, sie ist ein bisschen schreckhaft. Aber macht ja nichts. Aha. Ja, Belfast bestätigt das, ja. Ich habe euch den Weg abgeschnitten quasi. Ich habe die Cubes, die hier waren, schon eingesammelt. Und ich muss mich entschuldigen, aber ich werde euch hier aufhalten für eine kurze Weile. Hört sich jetzt schon wieder für mich danach an, als ob sie eine Massenproduktionsflotte schickt. Ich bin mir aber nicht sicher. Shimakaze denkt dasselbe. Sie sagt, wie, du kannst schon wieder deine Massenproduktionsflotte rufen? Und sogar beschwert sich direkt bei Akashi. Akashi, ist das nicht irgendwie Betrug? Hier spielst du Favoriten aus? Also bevorzugst du irgendjemanden? Aha. Okay, das heißt, wir haben nicht alle Regeln erklärt bekommen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Akashi sagt nämlich gerade, nein, das tue ich nicht. Ihr müsst leider selbst hinter das Mysterium kommen. Ich kann euch da nicht helfen, so nach dem Motto. Okay. Also, ich sag mal so, ich lag halb richtig. Warte. Ich lag halb richtig. Ich habe einmal gesagt, entweder treffen wir auf Belfast, kämpfen gegen sie, oder wir treffen auf jemand anderen und kriegen deren Massenproduktionsflotte ab. Ja. Halb. Wir sind auf Belfast getroffen, aber wir treffen auf ihre Massenproduktionsflotte. Ob wir dahinter kommen, was das Geheimnis ist, weiß ich noch nicht, aber wir werden es vielleicht sehen beim Kampf. Nein, wieder nicht den Lucky Shot. Mal schauen. Also das ist merkwürdig, nicht? Hallo, Enterprise. Also das verstehe ich nicht. Wieso geht das? Oh. Manchmal komme ich mit der Steuerung nicht ganz klar. Da kommen Flugzeuge. Da kommen Flugzeuge. Ups. Okay, wieder ein bisschen mehr Geld. Wir kriegen nochmal eine Vorlage. Oh ne, drei Vorlagen sogar. Für eine Main Gun. 40 A-Punkte wieder. Aber irgendwie... Wieder jeder Level-Up aus der Shiranui. Die holt einfach nicht auf. Sie kriegt nicht das Fünkchen mehr, womit sie dann komplettes Level einholt. Aber ich... Ah, okay, dankeschön. Oh, bin kurz wieder weg. Ich
Ja gut, Belfast ist nach dem Kampf noch da, das ist interessant. Und sie sagt dann, nun denn, ich, Shimakaze und Soga-Flotte, ich werde euch dann verlassen, so nach dem Motto. Sie wünscht uns einen schönen Tag, leider. Ja, und Shimakaze ärgert es, dass Belfast einfach so geht, ohne dass sie angekratzt wurde. Kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, warum sie zweimal die Flotte rufen konnte. Okay, Belfast hat irgendein Problem, keine Ahnung. Sie hat zurückgeguckt. Kann man vielleicht das Aussenden der Massenproduktionsflotte einem einzigen überlassen für die ganze Gruppe? Wir haben ja jetzt einen Gruppenkampf, also Fraktionskampf. Kann das sein, dass sie, ich weiß, ich bin gerade überlegen, wie viele sind nochmal in den Gruppen jeweils, also in den Fraktionen drin, die mit dran teilnehmen? Ich glaube fünf oder sechs. Ich weiß gar nicht genau. Kann man vielleicht halt wirklich sagen, dass ein einziges Schiff die ganzen Massenproduktionsflotten steuern darf? Dass sie deswegen jetzt zwei schon hatte? Und warum guckt sie zurück? Sie will uns hinterherlocken, habe ich den Eindruck. Ich glaube, Suruga denkt sich dasselbe. Sie fragt sich auch, warum hat sie zurückgeguckt? Sie hat es herausgefunden. Also, es ist jetzt nicht. Es ist so ein bisschen, als ob es über Funkspruch ist. Also, sie sagt halt zu Shimakaze: Ich habe herausgefunden, was los ist. Presch vor und überhol Belfast. So verstehe ich es jetzt gerade. Aber warum? Und Shimakaze stimmt zu und prescht vor. Und Belfast sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was das ist. Was da passiert. Okay, Shimakaze ist hinter irgendeinem Felsen oder kann jetzt hinter irgendeinem Felsen gucken und sagt halt, ah, du versteckst dich hinter dem Felsen. Okay, mit wem redet sie? Javelin. Ah, okay, also gut, das, was ich gedacht habe, wäre auch eine interessante Lösung gewesen. Ich hätte es. Es wär wirklich cool gewesen, wenn man das hätte machen können. Aber Javelin hat sich hinter einem Stein versteckt und hat ihre Massenproduktionsflotte gerade geschickt. Okay. Sagt halt, ja, hast mich gefunden. Ja, und es ist richtig, das war meine Massenproduktionsflotte gerade. Ja, und Belfast sagt, ja, Javelin, leider wurden wir sehr schnell aufgedeckt mit unserer Taktik. Das hört sich eher nach Ajax an, was sie gerade da sagt. Oder wie sie es sagt. Ich vermute mal, sie wollte sie gerade imitieren. Ja, Javelin sagt auf jeden Fall zu Belfast, ja, das ist doch nichts. Ich werde nichts tun, um den Sieg der Royal Navy zu gefährden. Und lacht dann wie halt Ajax. Belfast fragt ihn auch, ja, wen versuchst du da gerade zu imitieren? Und sogar befiehlt dann quasi Shimakaze eigentlich, ja, Shimakaze greift Javelin an, stiehlt ihr die Cubes. Und Shimakaze sagt auch, ja, überlass es mir. Da brauchen wir. Ja, Javelin hat gesagt, sie verschwindet da mal. Und Shimakaze hat anscheinend den falschen Weg versucht abzuschneiden. Und ja. Mal schauen, ob sie noch kriegt.
Ja, und Belfast sagt, ja, gut gemacht, Javelin, jetzt lass uns von hier verschwinden. Von hier fliehen. Ja, Javelin sagt wahrscheinlich in unsere Richtung, ha, das war aber schade. Oh. Tja. Ja, und Soga sagt auch, ja, das geht leider nicht immer alles wie geplant. Da hat sie vollkommen recht. Uff, okay, das ist echt viel. Akashi sagt kurz durch, ja, Sakura Empire Flotte hat 72 Cubes, währenddessen hat Royal Navy 134 Cubes, also fast das Doppelte. Ja, und Soga sagt auch, wir sollten lieber irgendwas machen, bevor wir halt verlieren. Okay, wir sind also nach dem zweiten Kampf. Okay, also im Endeffekt war es quasi die beiden Sachen, die ich genannt habe, irgendwie in einem, könnte man sagen. Also, ja. Gut, auf jeden Fall gucken wir uns nochmal hier um. Wenn wir nochmal hier irgendwelche Würfel finden. Okay, da haben wir jetzt. Das ist jetzt definitiv der Kampf gegen Belfast. Vielleicht sogar gegen beides, kann natürlich sein. Aber auf den freue ich mich dann. Weil Massenproduktionsflotte ist halt immer was anderes. Weil Massenproduktionsflotte, da hast du ein riesiges Schiff vor dir. Und wenn du halt gegen die Ship Girls, werden sie ja genannt, antrittst, da hast du halt nur das im Vergleich zum großen Schiff, das kleine Ship Girl, ist ein bisschen schwieriger zu treffen. So. Ja, auf jeden Fall haben wir also herausgefunden, wen wir als Gegner hatten, nach dem Kampf. Wir hatten nämlich die Massenproduktionsflotte von Javelin. Ich vermute auch, wir treten gegen beide an, aber Belfast ist hier, ich sag mal, die Führungsperson in der Zweiergruppe. Deswegen wird sie da einfach angezeigt. Haben wir auch schon öfters gehabt, zum Beispiel Kongo Yamashiro war ja auch Kongo die Führungsperson. Man kann überlegen, bei Yukikaze und wer auch noch mal. Achso, Ayanami. Da war ja. Ah, nee, warte. Wir haben ja erst nur gedacht, wir haben nur Yukikaze und Javelin ist dazu. Javelin. Ayanami ist dazugekommen. Nee, Ayanami ist auch falsch. Was rede ich denn gerade für ein Blödsinn? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Oh, das hab ich fast vergessen. Stimmt. Da müssen wir mal reingucken. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist das Ding, oder? Also das Geld hätte ich. Ne, warte, das Geld habe ich nicht. Es war verwirrend, dass das auf der linken Seite das ist, was ich habe, und auf der rechten Seite das, was ich brauche. Ich kann es eigentlich anders. Nee, doch, ist richtig so. Mein Fehler. Mein Denkfehler gerade. Vergesst, was ich sagen wollte. Das Problem ist, nicht nur, dass ich nicht das Geld hätte, ich habe die Skillbücher dafür nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen sind teilweise sehr random, die da einfach erscheinen. Die Menü, ja. Ah, nee. Das ist gut, Feind, okay. Alter, 200.000. Ich habe 24.000, wenn man aufrundet. Und zwar großzügig aufrundet. Alter. Naja, nicht großzügig aufrundet, aber einfach aufrundet. Ich brauche sie wie so Fusion Rockets. Alter, wieso. Ganz im Ernst, auf was für einen Trip sind die denn, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt 200.000 hätte?
Und vor allen Dingen weiß ich nicht mal, wofür diese Mental Isoma eigentlich sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Need Item Location. Irgendwie verstehe ich es gerade nicht, egal. Ja, aber zu dem Preis ist wieder unnormal. Beim ersten Mal, wo ich es ja dann leider nicht kaufen konnte, habe ich schon gedacht, okay, gut, da hat mir jetzt nicht so viel gefehlt. Ich glaube, ich brauchte irgendwie 10.000, hatte ich 6.000, 7.000, glaube ich ungefähr. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja das Zehnfache von dem, was ich habe. Das ist, also die Good Finds sind eigentlich vom Prinzip wahrscheinlich nicht schlecht. Ich habe nur leider gerade keine Ahnung, wofür das halt ist. Wo soll das Geld bitte herkommen? Wo soll ich denn das hernehmen? Da müssten sie mir schon... Habe ich eigentlich... Doch, ich habe ganz arg geguckt wegen Würfel. Da müsste ich ja schon ständig die ganzen Kämpfe, keine Ahnung, 5-mal machen, damit ich so viel Geld vielleicht habe. Ich belasse es, glaube ich, einfach wirklich dabei, dass ich immer, wenn ich mal das Gute kaufen kann, was da ist, dann nehme ich es. Ansonsten muss ich leider weglassen. Werde aber jetzt nicht extra dafür kämpfen. So, dann jetzt aber. Bedanke ich mich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht es dann an Belfast ran. Mit Javelin, vermute ich. Das heißt, wir werden den ersten Teil der Royal Navy Flotte besiegen. Und hoffentlich dann gut Cubes von denen einsammeln. Also ich schätze mal, Belfast hat ja gemeint, sie hat das eine Gebiet, wo wir da als zweites waren, hat sie ja schon alle Cubes eingesammelt. Ich schätze jetzt einfach mal so zwischen 15, 20 würde ich jetzt mal grob schätzen einfach. Weil ich habe ja jetzt auch noch die Zahlen. Was hatten wir? Wir hatten irgendwas mit 70 und die hatten 134. Ja. Ah, 15 bis 20, würde ich sagen. Haben sie. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, war es das mit dieser Folge. Ich verabschiede mich. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Azulane Crosswave. Oder halt, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe noch ein zweites Let's Play. Genshin Impact. Auch gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.